jetzt hier in die Wohnküche. Das muss ja keine Zeit. Und leise sein. Jetzt erstmal Grüße gehen raus am BVB. Ich bin ja selber BVB-Anhänger. Grüße gehen raus am NDB. Thomas Lukas and Friends. Thank you. Hier besuchte ich gemeinsam mit Franzi im Jahre 2020 eine der gehyptesten Locations Deutschlands. Ob sich unser Ausflug lohnte und was wir alles vorgefunden haben, seht es selbst in diesem Video. Klein Paris. Seit meiner Information zufolge 2016 verlassen und kommt einfach mit auf die Reise. In vergangenen Zeiten. Ich denke, der eine oder andere wird sich fühlen wie bei Oma. Bis später. Fenster offen hatten. Die haben jetzt nicht direkt geguckt. Wir hoffen, dass wir Glück hatten. In diesem Sinne. Schaut euch das einfach mal an. Jeder kennt's. Der alte Herd. Der alte Topf. Einfach nur geil. Das ist Vertex. Wir sind jetzt hier in der Wohnküche, mehr oder weniger. Ja, einfach nur krass. Nein, der ist ja ziemlich viel Persönliches. In Form von Bildern muss ich sicherlich alles wegkartuschieren. Ist da mal. Da kann man natürlich sagen. Seit 2016 wohl verlassen. Kommt dann aber so vor, als wenn es schon 30 Jahre verlassen wurde. Vor 30 Jahren verlassen wurde, weil der Zustand, die Einrichtungsgegenstände sehr, sehr altbacken. Aber für die damaligen Zeiten sicherlich sehr, sehr cool. Das hat ein schönes Fenster, schön zugewachsen. Also hier hat sich wirklich schon ein paar Tage keiner mehr drum gekümmert, ne? Um das Ganze. Hier eines der Schlafzimmer scheinbar. Auch hier hat seine Zeit schon ordentlich dran genagt. Da hinten ordentlich schimmelig. Die Decke sieht jetzt auch nicht mehr am modernsten aus, ne? Weil das hier noch ganz ordentlich aussieht, aber die Wände. Ja, ganz ehrlich, wohlgefühlt hat sich derjenige nicht mehr, der hier gewohnt hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es erst seit 4 Jahren so aussieht. Kann ich mir nicht vorstellen. Also im Gegensatz zu dem anderen Hotel, den ich schon mache, wenn man sagt, okay, man kann sich sofort wohlfühlen. Das ist hier. Bettentechnisch und so, ne? Ist halt wirklich schon sehr, sehr runtergerockt. Beziehungsweise einfach verfallen. Zerfall, ja. Also absolut krass. Muss man ganz klar sagen. Einzigartig. Wir gehen jetzt hier in die Wohnküche. Das muss ja keine Zeit. Und leise sein. Thank you.
was hinter ist. Okay, da ist quasi der Wischeimer, dass der wirklich versteckt ist. Ganz ehrlich, das hier hätte ich mich nicht gern beschweren. Und hier, so dieser typische Oma-Kittel. Auch richtig, ja, kennt jeder, denke ich. Oh, krass, hier ist ja so eine Waschschüssel. Jetzt gehen wir in das wahrscheinlich wirklich eindrucksweckendste Zimmer. Die Franzi ist schon drin. Die macht ihre Fotos. Verlinke ich euch in der Beschreibung. Und hier, warum das Ganze den Namen hat, den es hat. Das ist Paris. Wegen dem Eiffelturm. Das müsste wirklich laufen.
Hier ist wie so ein Schmink, Alter. Sehr, sehr altbacken. Oh, eine Küche. Das ist der Boden, der gibt hier schon überall sehr, sehr flach. Und jetzt ist es nochmal deutlich einfach. Unten ist noch sehr viel Einrichtung drin, wie ihr gesehen habt. Das ist hier deutlich einfach. Das ist eine ganz gute Location. Wie der Rest bis jetzt sind ganz viele Hotels. Viele große, also größere Gebäude mit weniger Personality gehabt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare hauen, was ihr findet, was ihr besser findet, die persönlichen Sachen. Oder noch diese Gegenstände, die so ein bisschen Emotionen aufrufen. Oder eher so die von der Bauweise interessant. Würde mich mal interessieren, wie ihr das so seht. Ich finde beides interessant. Und hier ist halt wirklich dieses Persönliche, was ich mega interessant finde. Okay, hier ist halt wirklich Dachboden. Okay, hier könnte man dann nochmal unten hintergehen, in so einen Unterschlupf. Okay, das Wasser ist hier quasi aufgefangen, weil da scheinbar das Fenster undicht ist. Also das wird sicherlich dann entweder jemand gemacht haben, als derjenige ausgezogen ist. Das ist auch der Grund, warum derjenige nicht mehr hier wohnt. Vielleicht lebt derjenige ja auch noch. Die Sterbeurkunde war ja nur von einer Person, die haben ja mehrere gewohnt. Ich schätze es mindestens vier. So Leute, das ist jetzt durch mit der Location. Mega interessant. Franzi, ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Ja. Gut. Franzi ist ein bisschen kamerascheu, aber alles gut. Die ist ja hinter der Kamera. Ja, dieser Brunnen wagen sicherlich auch sehr, sehr mystisch irgendwie, das Ganze. Wie gesagt, seit 2016 nur verlassen. Wenn man hier drin ist, bekommt man ja den Eindruck, dass es seit 20, 30 Jahren verlassen ist. Ja, muss man auch ganz klar sagen. Man merkt jetzt mittlerweile auch, dass viele, viele Wechsel drin sind, drin waren. Das ist nicht mehr unberührt, aber trotzdem noch in meinen Augen eine Hammer-Location. Mit viel persönlichen Sachen, viel Kleinigkeiten. Absolut Hammer. Ich finde es absolut legendär, muss ich ganz ehrlich sagen. Also in diesem Sinne, lasst ein Like da, einen Kommentar. Wenn es euch gefallen hat, auch gerne ein Abo. Und wir sehen uns. Bis dahin. Ich habe fertig. Und ich fand es einfach nur mega.
Bis dahin. Und wir sehen uns.